Moin, das also ist Niedersachsen. Sieht an sich aus wie eine CDU-Gegend, ne? Also in der Mitte fehlt was, an den Rändern bröckelt es und allmählich wird auch alles so ein bisschen braun. Noch seit 4 Jahren wird das Land von der SPD regiert. Überall gibt es Quotenfrauen. Und hier die Rotbunte mit dem Piercing, das ist die Gleichstellungsbeauftragte von der ganzen Herde. Als ob die SPD nicht schon schlimm genug wäre, gibt es hier zusätzlich auch noch die Grünen mit ihren bekloppten Ideen. Na, kommt wieder keiner vorbei? Ja, der Wolf ist ein scheues Tier. Weil er aber zu viel Schafe frisst und auch Rotkäppchen im Waldkindergarten erschreckt, will die CDU ihn jetzt rudelweise abknallen. Da wird es für die AfD natürlich schwer, noch einen drauf zu satteln. Wie wäre es mit Wolfswelpen erwürgen? Das hat noch keine Partei im Programm. Am Sonntag wird er nämlich gewählt. Wieso, fragst du? Ist ja auch Referendum, will sich Niedersachsen abspalten von Deutschland? Zu früh gefreut. Massentierhaltung gibt es ja quasi gar nicht mehr, seit die Grünen an der Regierung sind. Das ist Angela, Legehennen des Monats September. Da mache ich jetzt die Sterbebegleitung zum Schlachthof. Sie hat sogar eine Patientenverfügung als Suppenhuhn unterzeichnet. Bei der Wahl geht es natürlich um Inhalte. Zum Beispiel, wie viel Nitrat gehört ins Trinkwasser, damit es noch original niedersächsisch schmeckt. Ich würde sagen, Südoldenburger Weißherbst. In Güllefass ausgebaut. Ein bisschen kotig im Abgang. So, jetzt reißen wir Klein Angela schön den Kopf ab, damit der Onkel auch am Sonntag einen Huhn im Topf hat. Munter bleiben!